So, Havalian und Gressel beim Gartengisi. Was machen wir heute, Freunde? Ja, beim letzten Livestream hat sich ein Zuschauer gewünscht, wir sollen mal was mit Semmelknödel machen, wie das geht. Ja gut, wir gehen ja immer auf eure Wünsche oder vielleicht oder manchmal oder wenn wir schaffen, tun wir's, auf eure Wünsche ein. Machen wir heute mal ein bisschen was mit Semmelknödel. Aber, Freunde, ihr wisst's, wenn ihr zusammen mit eurer eigenen Mama in einem Haushalt wohnt, dann dürft ihr selber nicht Semmelknödel machen. Knödel ist eine Mama-Arbeit. Mama! Hallihallo! Grüß dich! Grüß dich! Du zeigst uns heute was alles? Wie man Semmelknödel macht. Ganz normalen Teig, dann verschiedene Varianten. Und ich erzähle einfach ein bisschen. Ich kann jetzt nicht sämtliche Varianten, die Wurst machen, weil das wird ein bisschen zu viel und es wird auch zu langweilig, aber so ein paar kleine. Das Grobe halt, wie es funktioniert. Und am Ende braten wir noch welche, oder? Ja. Genau. Super Sache. Alles klar. Ja, dann legen wir los. Ja, gut, Mama, was brauchen wir alles? Also, sehe ich schon mal ein Knödelbrot, gell? Genau. Aber wenn jetzt da einer sagt, hey, Gartengisi, wieso schneidest du nicht selber alte Semmeln zusammen oder sowas? Freunde, ich arbeite in der Bäckerei, ich werde alte Semmeln zusammenschneiden, gell? Nein, da nehme ich auch Knödelbrot mit. So ist es nicht. Ich mach's schon. Ja, du schon. Ja, und zwar mit Brezen, mit Vollkornsemmeln und mit normalen Semmeln, mit allem, was so rumfetzt. Geht alles, kann man wirklich auch so machen. Mhm. Vielleicht zeige ich euch mal einen Brezen-Gugelhupf. Das wäre nochmal eine coole Sache. Das macht man als alte Brezen. Schöne Sache. Was brauchen wir noch, Mama? Wir brauchen Eier. Jawohl. Eine Zwiebel ist ganz was Wichtiges. Majoran, Schnittlauch, Salz. Der Rest ist Zitronenpfeffer. Für die Speckknödel. Speck natürlich. Und für die gebratenen, da liebe ich es, wenn Zitronenpfeffer mit drin ist. Das ist einfach fein. Mhm. Speck übrigens allerbeste Ware. Ja. Vielen Dank an Bruno vom Schongauer Wochenmarkt. Ja, von mir ein dickes Bussi an den Bruno. Der besorgt uns immer eine Wahnsinnsware direkt aus der Tirol. Ja. Okay, legen wir los. Ich wieder beikoch, oder? Ja. Was soll ich tun? Oh, was magst du? Ich tue halt Schnipseln, das kann ich am besten. Ach, dann fang doch mal mit den Zwiebeln an. Alle drei? Jupp. Wie groß? Schon ein bisschen feiner. Also es ist nicht so toll, wenn man jetzt da so in dieses riesen... Wenn man da so rein beißt, also sind so riesen Teile drin. Okay, und ich tue jetzt mal. Mengenangaben, Mama, wie üblich? Keine. Nee. Grobe Richtung für die Leute. Grobe Richtung für die Leute. Also, das sind jetzt 10 geschnittene Semmeln. Also, auf dem Bäckle steht drauf 2 Eier. Ganz ehrlich, ich nehme mehr. Also, ich nehme jetzt da mit Sicherheit 4. Hat auch einen Grund, weil dann halten sie auch besser zusammen. Ist für die Bindung gut, gell, ja. Die Eier. Ja, und schmeckt auch gut. So, jetzt. Uiuiui, Gisi, ich glaube, wir machen das Ohrbäckle. Na, oder wir müssen jetzt irgendwie. Das ist schon ein bisschen viel. Ja, das ist aus Qualitätssemmeln, Mama. Qualitätssemmeln, ja, jetzt kommt wieder der Brüller von meinem Sohn. Die Mama mit ihrer. Wassermilch. Du verwendest heute wieder Milchersatzprodukt, oder? Ja, dann das ist nämlich sehr wichtig, dieses Milchersatzprodukt. Ja, das haben wir jetzt gerade vorher beim Vorstellen noch vergessen. Ja, weil ich es hinten hingestellt habe. Mir drehen es schon jetzt in die Augen von den Zwiebeln. Schau mal her, Mama, ist das in Ordnung, so wie ich die mache? Ja, das machst du schön, aber die tun wir jetzt noch nicht reinschmeißen. Die Größe. Gell? Ich halte die mal separat. Ganz genau. Und ich mache jetzt mal eine Milch ganz schnell. Das wird ein trauriger Film, ich muss jetzt schon weinen. Ja, du, ich fast auch. Da weinen wir halt mal ein Kätzchen. Weinen wir mal ein Kätzchen. Wie viel Knödel wird es jetzt ungefähr geben, dass die Leute das grob wissen, wenn sie jetzt von 10er Knödelbrot nehmen, wie viel das rausgibt? Ungefähr grob. Das sagen wir ja nur dann anschließend, wenn es fertig ist. Weißt du, ich bin doch immer so ein Resteverwerter und alles, was halt so ist, das tue ich halt. Nein. Mhm. Wie gesagt, ciao. Gartenkisi. Ich brauche keins, das geht ja so. Okay, ich wollte lieb sein zu Kameramann, ihm. Kameramann, das ist richtig traurig heute. Ich wollte so lieb zu ihm sein und er will kein Taschentuch von mir haben. Nein. Das ist nicht gut. So. Schauen wir mal, dass das
Boah, das sind echt handige Hunde. Das hat es noch nie pfiffen in die Woge. Dass die Milch schnell warm wird. Erklär mal, was hast du jetzt gerade gemacht? Du hast jetzt Milch ab. Milch, eine Ladung. Eine Ladung Milch. Und die muss warm gemacht werden. Weil, wenn die Milch nämlich warm ist, dann löst sich das schneller auf. Wenn du kalt hineinmachst, dann hast du ein bisschen ein Problem. Gut, das ist ja wichtig zum Wissen. Ja. Ich schütte dann am Ende nur manchmal ein bisschen eine kalte oben drauf. Wieso? Und damit es schneller kalt wird, weißt du? Weil wenn die Eier dann ins Horst hineinkommt, dann däten die vorher stocken. Ganz genau. Das ist okay, also wichtiger Plan. Tipp, wenn es dann halt nachher Eier dazu haut, soll es nicht heiß sein. Ja, genau. Oh, während du schnipselst, habe ich eine Zutat vergessen, und zwar die Semmelbröseln. Ich bin sofort wieder da. Dabei haben wir gesagt, wir sind halt so gut vorbereitet. Gell? Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ja. Nein, komm, lass mich halt Ohr drum vergessen. Das ist doch auch schier. Nein. Oh doch. Sei nicht so. Okay, wird schon. Brauchen wir die dritte? Ja. So viel haben wir jetzt. Ja, definitiv. Mutter sagt, wir brauchen nur eine dritte. Ja, nee, das brauchen wir schon, weil das... Die will mich leiden sehen, das ist alles. Nein, ich leide ja mit, ich stehe ja neben dort. Ich weine ja mit. So. Das ist gar nicht so einfach. Wie viele Eier haust du jetzt da drauf? Also ich mache auf jeden Fall 4 Stück. Ne? Also auf dem Päckle steht 2, aber das ist mir zu wenig. Also ich bin schon ein bisschen... Ich mag schon ein bisschen deftiger. Eier haben wir uns ordentlich besorgt. Ja. Aus dem Nachbardorf. Da macht das einer recht gut. Ja. Ja, und ich kriege ja sonst immer meine Eier von der Nachbarin. Aber die Henner, die legen gerade ein bisschen schlecht und das wäre jetzt ein bisschen zu wenig gewesen. Mhm. Wir diskutieren ja immer noch drüber, ob es bei uns einmal Henner gibt oder nicht. Aber jetzt habe ich das Erlaubnis für Laufenten, ich will nicht übertreiben. Ja, ich hätte nichts gegen Hühner. Aber die Debatte machen wir jetzt nicht. Okay, die wird warm. Das haben wir jetzt gleich mal rein. So. Muss ja nicht unbedingt gerade kochen. Gut. Wie viel ist das jetzt grob gewesen? An Milch? An Milch? Ja, so grob bloß. Oh, nicht ganz ein Liter. Okay. Jetzt muss ich doch dazu greifen. Und ich werde jetzt da mal schauen. Ja, genau. Geht schon, Schatz. Wird dann richtig schier. Ja, super. Siehst du, jetzt kannst du mir da vielleicht das da auftun. Mhm. Dann haben wir da nochmal was rein. Also es war viel Milch, jetzt braucht es noch ein bisschen was, oder? Ja, wir haben ja Material. Also ich tue jetzt vorsichtshalber nochmal ein bisschen Milch nachstellen. Weil... genau. Mhm. Das heißt für euch natürlich, wenn ihr sowas nachmacht und ihr habt jetzt bloß ein Bäckle, dann fangt es nicht an, alles komplett neu zu hauen, weil wenn ihr dann noch was nachgeben müsst, dann habt ihr nichts mehr. Ja, deshalb hat man dann auch Semmelbrösel. Damit kann man es ja auch noch ein bisschen puffern, logisch. Genau, aber ihr seht ja, die Schüssel war vorher ratzfatz voll. Wir haben heute viele, die Hunger haben. Mhm. Deshalb machen wir noch eine Ladung. Noch eine Ladung? Nein, weil das gibt nicht viel. Ja, das klingt gerade für mich. Ja. Ja, kannst du noch mal ein bisschen was rein tun. Weil wir wollen ja Speckknödel auch noch machen und Lina, die mag ja keine Speckwürfel. Wir haben einen Nicht-Speckesser dabei, deswegen. Genau. Ja, das ist dann blöd. Und ich habe ja letzte Woche meine ganzen alten Semmelreste alle verwurstelt. Und da haben wir Semmelnocken gemacht, ich weiß gar nicht wie viele, gell? Mhm. Aber die sind dermaßen schnell ratzfatz weg. Mach nochmal was rein. Siehst du, dann langt meine Schüssel doch, gell? Also jetzt sind wir bei 15 Semmeln.
Ja, dann mach nochmal ein paar rein. Das kriegen wir schon klar. Wir wollen ja drei verschiedene Varianten machen. Mhm. Leberknödel habe ich leider keine Leber gekriegt, kann ich malen, ne? Weil es immer am Wochenende gibt. Wir wollten eigentlich Leberknödel ohne zeigen. Ja, aber das ist eigentlich... Aber wenn du kein gescheites Material nicht kriegst, dann machst du es. Mach einfach nochmal. Dann geht's halt nicht. So. Das musst du noch viel langsam da, weil es geht dann aus. Ja, passt ja. Warte, hast du Hunger? Ja, immer. Sechstes und jetzt der mal, weil die sind ja schon gut gematscht, jetzt können wir auch ein bisschen kalt hineinmachen, das geht schon. Außerdem hat es der Bäcker dermaßen fein geschnitten, wenn man sie selber schneidet, bringt man sie nicht so hin. Ja, das macht man schief. Ja. Machen recht ohne reinkommen. Jetzt veressen wir. Gut. Na, ist es weg. So. Wegen den drei Brösel fangen wir nicht nochmal extra an. Genau. Mama tut das jetzt noch ein bisschen durchkneteln. Genau, und dann geht's weiter. Geht's wieder weiter. Gut. Du hast es noch ein bisschen rumknetelt. Nicht mehr lang. Wie muss die Konsistenz jetzt ungefähr sein, dass die Leute das nochmal sehen, wie das ausschaut? Ja, also für Nocken wird's jetzt reichen. Für Knödel ist es nur... Und vor allen Dingen, es fehlen ja noch die Eier. Mhm. Weißt? Die machen es ja dann auch nochmal fluffig. Ja. Kommt da jetzt schon Salz rein? Man kann eine Prise rein tun. Mhm. Ich mache es eigentlich eher nicht. Ich tue es lieber im Salzwasser. Das kann ja dann jeder selber machen. Okay. Aber wir können auch ein bisschen was rein machen. Also. Na bloß, dass man es halt weiß, gell? Ja. Also wir machen jetzt mal schön Eierchen hinein. Schau mal, da habe ich was. Ah, das ist ja toll. Na, das geht nicht. Wieso? Weil die tue ich doch nicht im Bio, ne? Die pieksen immer so in der Erde. Wenn ich in die Finger reinlage. Okay, das muss ich jetzt kurz erklären. Mama ist ein strikter Gegner, dass Eierschalen auf den Kompost kommen. Ja, außer man verhäckselt sie. Ja, weil die dann halt nämlich, wenn da noch nicht ganz verrottet ist, der Kompost und ist dann Erde und sie muss jäten oder sowas oder was eingraben, dann piekst es in die Finger. Ja, ich habe sensible Fingerchen gesehen. Du hast gesagt vier Eier, jetzt sind es fünf. Vier, ja, freilich. Wir haben ja aber zwei Bäckler-Kit. Ach so. Ja, ja. Also brauchst du jetzt acht. Ja, ich schon. Gut. Ich bin da schon ein bisschen großzügig. Ja. Weil. Großzügig darf man sein? Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Klar. Also, find also ich finde das um. Also sonst wir müssen ja und ein bisschen noch was schmecken, oder? Mhm. Und ein Ohr ist halt ein Ohr. So. Dann haben wir. Moment, Finger abputzen. Ich kann ja zutun. Majoran. Wie viel? Majoran ist hier aber ein Löffel. Den wollte ich gerade nicht mehr. Ja. Ich darf nicht. Leute, wenn ihr Mama daheim habt, ich habe es vorher gesagt, Knödel machen, halt euch raus. Eigentlich kann man noch ein Bier trinken, stell das Ding auf den Tisch. Also ich tue jetzt da schon großzügig mit Majoran, weil das ist einfach ein schönes Geschmäckchen. Und einen Schnittlauch. Den haben wir eingefroren gehabt. Den machen wir auch gleich noch mit rein. Mein Papa hat immer gesagt, du aber ja viel Schniedling rein. Also das war Schniedling, gell? Man könnte es falsch verstehen. Ja. Aber das hat er einfach geliebt. Ja, der Großvater hat immer Schniedling gesagt. Ja, er hat Schniedling gesagt. Siehst du schon, das wird jetzt schon nochmal eine weiche Angelegenheit. Ups. Ja, jetzt schaut es richtig barzig aus. Ob das einmal Semmeltag wird? So. Du zweifelst an mir. Warte mal, schaut's mal her. Also jetzt ist es noch eine sehr feuchte Angelegenheit. Ja. Aber da kommen ja dann Semmelbrösel dafür, oder? Jetzt, genau. So viel weiß ich auch. Jetzt. Du hast bei mir so oft Semmelknödel gegessen, Entschuldigung. Also da bin ich übrigens Profi drin. Also im Semmelknödel essen, das kann ich hervorragend. Doch, das kann ich bestätigen. Deine Kinder und deine Frau auch. So, jetzt ist natürlich das Wichtige. Es ist halt einfach so das eine richtige grundsätzliche Beilage für alle möglichen guten bayerischen Gerichte. Brauchst du einen Semmelknödel? Ja.
Vor allen Dingen, man kann so unwahrscheinlich viel aus einer machen. Also aus, das ist jetzt so wirklich so ein Grundrezept. Da kannst du jetzt, wie sie in Südtirol so schön sagen, Kasnocken machen. Kommt halt dann Graukas oder irgendein deftiger Käse, kannst du kleine Würfel schneiden und machst ihn rein. Du kannst es mit Spinat machen. Du kannst ein bisschen Spinat mit reinmischen. Man könnte sogar rote Beete mit rein tun. Ja. Ja, das wird dann so... Ja, also, gut, vom Geschmack her kann ich mir das schon vorstellen, dass das passt. Und ja, und wie gesagt, Speck halt. Gibt es ja auch in Südtirol dieses schöne Tries, nennt sich das. Muran, Tries? Ja. Was ist das? Ein Speckknödel, eine Kasnocke und ein Spinat. Also in Regionen unterschiedlich. Wo wir mal auf der Drehhütte waren, da hat es das gegeben mit rote Beete dann eben. Mhm. Also das Tries bedeutet quasi drei verschiedene? Ganz genau. Okay, und haben wir das umgeklärt? Das wird dann noch, kommt da flüssige Butter oben drüber und Parmesankäse ist hervorragend. Zum okay, flüssige Butter, Parmesankäse oben drüber. Ja, an dem Tag braucht es dann nicht unbedingt gerade auf die Kalorien schauen. Das ist halt okay. Und da müsst ihr jetzt aufpassen bei der Angelegenheit mit den Semmelbröseln, nicht zu viele auf einmal rein, weil die saugen sich ja jetzt auch an. Dann werden sie hart, gell? Ganz genau. Deshalb lassen wir es jetzt gerade ein paar Minuten standen und schauen dann, ob es passt oder nicht. Ob's passt, okay. Also sprich, ein paar Minuten standen lassen, genau. Ob es passt oder nicht. Heißt, die Semmelbrösel quellen jetzt ein bisschen, ziehen ein bisschen Feuchtigkeit raus. Wir lassen es jetzt ein Minuten stehen. Genau. Und dann schauen wir, ob es passt. Und wenn nicht, dann kann man ja noch nachgeben. Genau. Alles klar, bis gleich wieder. Ja, könnte. Muss mal noch ein bisschen was reinkommen. Gut, Mutter, wie schaut's aus? Bist du mit der Konsistenz zufrieden? Einwandfrei. Wie soll die ungefähr sein, dass die Leute da ein bisschen einen Plan davon der Sache haben? Wie es jetzt ausschauen soll? Kann ich das dann anschließend hinten am Waschbecken zuhören? Weil da braucht man Wasser dazu. Okay. Aber jetzt brauchen wir. Aber so grob. Es ist ein bisschen, ja, es federt. Es federt, es ist gut, schau, okay, es ist perfekt. So, und jetzt kommen die Zwiebeln rein. Warum mache ich die Zwiebeln nicht gleich am Anfang? Weil ich schon festgestellt habe, die mögen das nicht, wenn da die heiße Milch draufkommt. Okay, dann werden die zlätschert, oder? Ja, oder bitter, oder irgendwie, also ich mag es halt nicht. Okay. Also ich habe das von meiner Mama so gelernt. Und Mamas muss man folgen, gell? Ganz genau. Auch du. Auch ich. Ich denke immer noch ganz viel an meine Mama, wenn ich irgendwo was mache, was sie gesehen hat. Beim Heferzopf zum Beispiel, ein Bäpperle Salz darfst du nicht vergessen. Also ein Bäpperle ist eine Prise. Ja, es gibt so Sachen, es sind halt so Kindheitserinnerungen. Und ja, ihr seht schon, jetzt wird er schwer fest. Jetzt kommt er. Also nicht mehr flüssig. Nein, jetzt wird er schön, jetzt wird er fein. Das ist ja prima. Jetzt probieren wir mal ein bisschen, ob wir vielleicht noch ein bisschen einen Majoran brauchen. Tut mir ganz lustig, gell? Also Majoran ist wirklich was bei Semmelknödel. Das ist für mich ein Muss. So, dann schauen wir mal. Wie geht's weiter? Jetzt machen wir ein paar weg davon, oder? Wir machen jetzt da ein paar, weil eben das Linchen keine Speckknödel mag. Mhm. Und dann lassen wir einen Teil, der wir noch raus. Ja. Weil da kommt dann, das können wir eigentlich gleich machen, durch mal die Schüssel hier. Das ist dann für die... Das ist für die Nocken. Und übrigens, bei den Nocken muss der Teig auch gar nicht unbedingt so... Ah, ist ein bisschen viel, ja. Nicht so fest sein, weil... Die kommen ja ins Fett. Die kommen ins Fett rein und die braten ja dann, die zerfallen nicht so. Die verfallen nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal eine Ecke nach hinten. Du musst nicht rumkommen. Die Hände werden gewaschen. Hände waschen, aber nicht abtrocknen. Naja, die Hände habe ich jetzt mit warmem Wasser gewaschen, aber für die Knödel. Braucht es ein kaltes. Kaltes.
einmal nass machen. Wenn sie das mit trockenen Händen macht, dann könnt ihr es nicht formen. Nein. Das ist, und sie gehen auch mehr auseinander. Mhm. Also wirklich. Seht ihr? Ruhig nass. Genau. Und dann mal einen Probeknödel reinhauen. Es läuft immer ein bisschen was weg. Also da muss man sich jetzt wirklich nichts denken dabei. Und warum steht da ein zweiter Topf? Weil ich weiß, dass der Kameramann Hunger hat und wir alle. Es gibt Gulasch dazu und Salat. Okay, das passt, Schatz. Ja, wir machen das nicht bloß, damit ihr seht. Wir wollen natürlich auch was zum Beißen. Das ist ja logisch. Wichtig, sprudelnd kochendes Wasser. Ja. Und Salz gehört rein. Ja. Ansonsten kriegen die keinen Geschmack nicht. Genau. Du kannst noch ein bisschen Salz rein, ich hab zwar schon eins drin gehabt, aber mach nur eins rein. Safety first, oder? Ja. Ja, dann werden wir noch ein bisschen was. Ja, weil ich habe ja in Dork keins drin. Ich bin halt mit dem Salz immer ein bisschen vorsichtig, weil. Ja, versalzen ist das Gleiche. Eben, du sagst es. So, dann haben wir jetzt 5, oder? Wie viel sollen wir machen? Wie viel machen wir mit Speck? Ja, mach's halt noch einen und dann den Rest machen wir mit Speck, oder? Genau. Können die dann in der Zwischenzeit, also so 20 Minuten, ziehen lassen. Okay. Und bis wir unser Greier rausgekriegt haben, weil das ist ja ein bisschen hart, hirt, wie das der Tiroler sagt. So. Okay. Gut. Ja. Du hast jetzt da runtergeschalten, oder? Ja. Dass das jetzt nicht weiter Vollgas kocht, sondern... Nein. Ziehen lassen. Ziehen lassen, ganz genau. Was wird passieren, wenn man das Vollgas sprudeln lässt? Dann zerfallen sie auseinander. Hätte so lange Suppen, aber okay. Dann fallen sie auseinander. Und man kann dann aber zwischendurch mal schauen, gehen sie schon in die Höhe, kommen sie schon. Mhm. Und wenn sie noch nicht, dann kommen noch ein bisschen. Aber sicher, da ist jetzt eigentlich fast nichts abgesprungen. Also der Dork hat eine super Konsistenz. Schaut gut aus. Die lassen wir jetzt in Ruhe. Jetzt ganz machen wir genau. Mit dem Rest weiter. Genau. Gibt Speckknödel. Die mag ich lieber. Ich auch. Speckknödel sind sowas von genial. Die kannst du im Sommer zum Scherner Salat aus dem Garten essen. Und im Winter, ich mache mir da ganz viele oft, genauso wie mit den Leberknödel, friere sie ein. Mhm. Weil dann hast du einfach mal schnell eine Suppe. Und natürlich, wenn ich sie für die Suppe mache, dann mache ich halt solche Knödelin, also nicht solche Oschis, sondern weil das mag ich halt nicht so gern. Also, man kann auch eine Ladung auf Vorrat machen und eingefrieren. Ja. Dann habt ihr die Barzlerei einmal und habt immer welche da, wenn ihr es braucht. Ja. Also das ist gar keine schlechte Angelegenheit. Bei einem Kartoffelknödel, den, wenn du eingefrierst, das wird nicht. Das habe ich einmal probiert. Das war eine Katastrophe. Okay, jetzt hat Messer. Okay, komm, ja genau, ich helfe dir beim Speckschneiden. Wie viel? Ja, machen wir schon ein bisschen was, ne? Der hat schon ein Hirt, aber ich liebe ihn, wenn er hart wird. Da hat er halt schon hauchdünn geschnitten. Ist halt schon eine leckere Angelegenheit. Also ich mag ihn ja ehrlich gesagt lieber, wenn er ein bisschen jünger ist. Ja, ich mag ihn. Da sind wir uns uneinig. Ja, mit dem Thema. Ich heb dann und du musst auch mal runterrankeln. Gut. Bingo, supi. Ja, genau reingeschnitten. Ja, das ist wurscht. Irgendwann kommt immer, darf ich mir mal mein Greifratzmesser holen? Ich habe da ein eigenes Messer dafür. Und wenn ihr sowas habt und gern Sauerkraut esst, dann schmeißt das nicht weg, sondern hebt es auf und tut es beim Sauerkraut ja, nie. Mit das rein. Könnt ihr auch irgendwo anders in der Pfanne so beim Anbraten oder sowas mit rein. Den Geschmack habt ihr. Der Geschmack ist da und das ist das Wichtigste. Ah, mir gibt das hintere drum. Wie dünn wir es haben. Hol mal die Schieblehre. Ich würde sagen, das waren 0,9 mm. Genau, da macht so kleine Würfelchen. Oh ja. Oh. Hättet ihr ich auch. Du hast Zeit bei uns. Ja. Mmh. Oh, lecker. Ich hab eh so Hunger. Der hat aber auch einen Geschmack, ha? Mhm. Zum Niederknien. Ja, das ist schon feine Ware. Oh. Fast schade zum Verkochen.
Aber die Knödel schmecken auch gut. Wir schnüpfeln das jetzt klar. Genau. Und dann geht's weiter. Ja. Gut, im Schweiße unseres Angesichts haben wir es jetzt fertig gebracht und haben den Speck geschnitten. Genau. Der kommt jetzt da rein, oder? Der kommt jetzt da rein, genau. Bitteschön. Ja, danke schön. Fein hat das gemacht. Siehst du, bin ich immer zu was nütze. Ach, du bist immer zu was nütze. Das war's jetzt eigentlich, oder? Ja. Aus denen machen wir dann natürlich jetzt nachher auch noch Knödel. Ja. Aber die anderen sind ja gerade noch im Topf drin. Genau. Ja. Und das klären wir jetzt in der Zwischenzeit. Da machen wir jetzt die Semmelnocken. Die Semmelnocken, jawohl, wunderbar. Das heißt Nocken. Ich tue sie nicht als Nocken formen, weil da brauchst du dermaßen viel Fett. Ich forme sie einfach wie Fleischpflänzle. Ja. Und das ist, weil sonst brauchst du... Also eine platte Nocke. Ja, platte Nocke, genau. Wir machen eine platte Nocke. Ah, Gysi, jetzt habe ich gerade meine Finger so schwer. Was soll ich denn da? Mach doch noch ein bisschen was von dem Zitronenpfeffer. Ne? Was ist ein bisschen was, ein bisschen was? Ein bisschen was, genau. Du sagst einfach Stopp. Ja, weil das gibt ein einfach gutes Aroma. Ja, okay. Boah, der riecht schon brutal. Ja, gut. Der ist schon lecker. Neider. Der macht ein bisschen ein, ja, ein bisschen ein Feuer rein und mit den Zitronen. Übrigens, Top-Sache für Fisch auch, ja. Zitronenpfeffer. Ah, ich liebe ja, Zitronenpfeffer. Sollte man haben, ein Must-Have sozusagen, ja, wenn wir mal aus dem Bayerischen rausfallen. Einmal testen. Einmal testen. International. Jetzt werden wir international. Hoffen wir nochmal ein bisschen was rein. Hoffen wir nochmal ein bisschen was rein, gut. Ein bisschen schmecken sollte man schon. Gut, bingo. Okay. So, dann machen wir den. Pfanne steht schon, Fett ist drauf. Die machen wir warm. Machen wir warm, genau. Während ich das schön verknete. Nicht, dass irgendeiner den Zitronenpfeffer pur hat und der andere hat nichts. Und da, wo jetzt Speck drin ist, kommt kein Zitronenpfeffer rein, oder wie? Not old. Nee, da nicht, weil das gibt dem Wert für den Zitroner Geschmack einfach wirklich... Schad. Nee, schad. Ja, echt. Man soll den Speck schmecken. Ja. Und nichts anderes mehr. Ich bin zwar einer, der was auch immer alles Mögliche gern irgendwo reinhaut, aber bei manchen Sachen ist es einfach das pure, nee, das Schönste. Das Original. Das ist genauso wie bei den Kasnocken oder sonst was. Also das passt einfach nicht so wirklich. Also das ist nicht so fein. Hat's das Ding jetzt, ja? Ja, das tut's. Gut, du musst wieder zu uns kommen. Komm rein. Patti, schau, so, mach mal ein Foto. Sie sollen einfach schwimmen. Das ist einfach schön. Und wie gesagt, die 20 Minuten haben wir vorher schon erwähnt. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen drinnen. Ein bisschen lassen wir es noch drin, ja. Und dann kommen sie raus. Die werden wir dann warm halten und dabei machen wir dann kannst die nächsten. In einer Auflaufform oder sonst irgendwas neu machen und kommen in den Backofen und dann sind sie einfach warm. Ja. Genau. Gut. Ja. Apropos Auflaufform. Wo ist schon? Die musst du holen. Ja. Soll ich dabei gleich mal ein bisschen, ich mache mal gleich das Gulasch ein bisschen warm. So ganz langsam fange ich da mal ein bisschen an. Ja. Weil jetzt brisiert es dann langsam, der Kessel braucht Erfüllung. Ich schweiz noch nicht an, das muss die Sicherung raushaut. Obwohl, wir haben drei Platten, das geht. Mono, du hättest so laut sagen können, das hört man, du hast ein Mikro. Ich habe sowieso handicapped, der Ofen ist nicht mehr der allerbeste. Die Platten zum Beispiel, die reguliert nicht mehr runter. Also, ja, hallo, ich brauche einen Elektriker, der mir in meinem fast neuen Ofen sagt, dass ich keinen ganz neuen brauche, bloß weil diese Platte einfach nicht mehr runterschaltet. Die horzt volle Kanne. Ja, aber das ist einfach Kochen unter erschwerten Bedingungen. Also das, da musst du sportlich sehen. Ja, klar. Gut. So. Ach ja, mein Gott, das ist halt so. Was nimmst du da für Fett her? Ihr könnt ein Öl nehmen, ihr könnt ein Biskin nehmen. Ich habe jetzt einfach ein festes. Das ist... Also Rama würde ich jetzt nicht unbedingt gerade nehmen, weil das wird dann doch ein bisschen warm. Mhm. Also oder Butter nicht, nee, weil der also, schwarz. Ja, das geht jetzt nicht. Muss schon irgendwas wäre, was auch ein bisschen eine Hitze verträgt. So, machen wir nochmal in einer Pause, bis das heiß genug ist und dann geht's weiter. Ja, haben wir aber gleich.
kleine runde Knödel und dann schöne platte Teile. Okay. Ja, es fängt schon an zu blubbern. Passt schon. Ich hab doch gesagt, warten noch ein Minütchen. Nein, da, guck hin, guck hin. Gut. Sag schon nichts mehr. Mei, im Endeffekt jetzt kein Hexenwerk, nicht, gell? Von beiden Seiten einfach schön braun werden lassen. Wie vielleicht pflanzen. Ja. Und es kommt halt drauf an, wie dick das es macht. Brauchen sie länger oder brauchen sie weniger lang, aber. Und da wir eh immer mehrer Esser sind, tue ich sie dann sowieso nochmal im Backofen rein. Zum Warmhalten, also. Wo ist denn du was zum Wenden? Ich hab was zum Wenden. Hier. Ah, okay. Eingriff. Nee, das ist ein Steinkocher, ich meine. Eben, 3 Pfund, man kennt. Aber nicht so früh, weil ansonsten zerbrechen sie. Ein bisschen muss man noch warten. Ja. Wobei, der rutscht schon. Rutschen ist meistens gut. Aber wir warten also, Kindle. Ein bisschen warten. Da, die da hinten, die kann man... Komm mal raus da. Ja, warte, wir nehmen eine... Eine Kelle. Die sind's. Wieso habe ich gesehen, der rutscht schon. Das ist bei vielen Sachen, so wenn es da Fleisch anbratzt oder sowas. Wenn sich das in der Pfanne dann schon bewegt, dann hat sich unten schon quasi diese anbackene Schicht bildet, dann klebt es nicht mehr in der Pfanne, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn sie da jetzt halt rumscherren müsst, dann wisst ihr, das ist zu früh. Das ist zu früh, ja. Dann machen wir sie kaputt. So, und die tun wir jetzt. Warm halten. Zum Warm halten. In den Backofen. Und da haben wir schon gleich ein Blech für die Nockerlen. Jetzt ist das Ding da geschlagen. Ja, mei, das heben wir halt auf. Dreh einmal. Na, die sind nicht. Noch ein bisschen zu hell. Ja, das ist noch zu wenig. In der Zwischenzeit schalten wir aber jetzt da hinten den Ofen nochmal auf. Ja, weil dann können wir die Speckknödel auch gleich machen. Und dann können wir die Speckknödel auch gleich nehmen. Was der mal? Ich würde sagen, wir machen die Sachlage jetzt fertig. Und dann seht ihr nachher, wie das Ganze fertig ausschaut. Bis gleich. So, gut, Freunde, die Prozedur hat ein Ende. Wir haben es geschafft. Jetzt würde ich sagen, schneiden wir es einmal an. Schauen wir es an. Den Rest mampfen wir dann mit dem Gulasch zusammen. Das braucht ihr ja nicht mehr sehen. Mm-mm. Fangen wir mal an. Schauen wir uns einmal das an. Yep. Wenn euch die Semmelknödel mal übrig bleiben, gell, die könnt ihr am nächsten Tag fein klein schneiden und in der Pfanne anbraten, so wie das. Mit hervorragend. Magst du probieren? Ja, klar. Dem läuft ja eh das Wasser im Mund zusammen. So, weil du der Schmähste bist, kriegst du das Gerechte. Danke. Dann hätte er das kriegen müssen. Danke. So. Also, probieren wir einmal. Hervorragend. Wie immer. Mhm. Jetzt probieren wir den normalen Knödel. Mhm. Das waren jetzt die mit dem Pfeffer, oder? Mit dem Pfeffer. Ja. Mhm. So schaut jetzt der normale Knödel aus. Mhm. Gabel! So, ich bin immer selber. Du bedienst dich selber, jawohl. Das sind ein Riesenstück, gell. Den kriegst du schon rein. Ja, das schon. Ich muss ja auch noch arbeiten irgendwie nebenbei. Also, Freunde, ich will gerade ein bisschen wackeln. Der kaut. So. Jetzt hat Finale, da freue ich mich am meisten drauf. Oh, ich auch. Oh, da zeigen wir die Seite her. Oh, herrlich, gell? Mhm. Das ist schon schön. Also, wenn mir jetzt da das Wasser in den Mund zusammenläuft, da weiß ich nichts mehr. Der ist selber schuld. Ehrlich. So, gut, das machen wir ein handlicheres Stückchen für den Kameramann. Ja, da wieder. Ja, beim letzten ist auch schon wurscht. Gut, dann kriegst du doch das Größere schon. Ja. Danke. Mama Pieks, nein. Okay. Also Freunde, das ist die Königsklasse. Das ist halt einfach der Wahnsinn. Sowas an Geschmack gibt, das ist der Hammer. Gut,
Jetzt hat pressiert, das Gulasch ist warm, der Salat ist fertig. Wenn euch die Nummer gefallen hat, liken, teilen, abonnieren vergessen. Ciao, sagt der Gartengisi und die Mama. Ciao. Wir zeigen.